Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Rennfahrerkarriere. Diesmal ist es Sonntag und wir sind wieder auf dem Red Bull Ring, logischerweise. Wir stehen diesmal auf Pole Position. Also konnten sogar noch die vier Positionen von gestern, beziehungsweise drei Positionen von gestern, uns verbessern. Insofern wird das heute mal wieder ein höchst spannendes Rennen. Nein, Spaß. Ich gebe mein Bestes, weil es kann viel passieren. Start ist in Spielberg schwieriger. Zumindest gefühlt als in Zandvoort auf jeden Fall. Und sowieso und generell, letzter Sektor war wieder nicht meine Glanzleistung. Und wenn das Feld gerade noch so dicht zusammen ist, weiß ich nicht, inwiefern sich das da, wie das ausgeht. So, aber jetzt gucken wir erstmal auf die Startaufstellung, bevor ich hier noch weiter in geistigen Geschwilden versinke. Ich stand Eggy. Montara, Spengler, Di Resta, Green, Wehrlein, Wittmann, Peffert, Da Costa, Farfus, Rockenfeller, Wickens, Martin, Vittoris, Molina, Juncker, der Blomqvist, Müller, Götz, Auer, Tombe, Tomczyk und Scheider. So, das also die Startaufstellung fürs heutige Sonntagsrennen. Ich bin jetzt wieder kurz still und wir sprechen uns dann gleich wieder. Viel Spaß beim Rennen. Be ready. Yellow flag, stay sharp. Okay, you're clear. We think Felix Da Costa, Rockenfeller and Motara have binned it in turn one. Yellow flag in sector one. Extra in. The gap is 0.3. The gap to Spengler behind is now 0.5. Keep pressing him, force that mistake. Ekstrom is now leading. Window opens in 2 minutes. Sector 2 is 0.4 off the pace. So, Startphase. Ja, gut. Den Start habe ich mal ganz klar verkackt. Ich weiß nicht, wo ich damit Gedanken war. Auf jeden Fall habe ich verpennt, dass die Ampel auf grün ging. Und dann war es ein heilloses Durchdrehen der Hinterräder und ein Geschlitter sondergleichen.
haben das halt scheiße weg. Mortara war in. Ich weiß nicht, inwiefern ich da an dem Unfall beteiligt war. Mutiv hat ja gesagt, dass Rockenfeller, Da Costa und Mortara sich gedreht haben. Ich habe auf jeden Fall nur einen Schlag aufs Hinterrad bekommen und musste dann in Turn 1 weit gehen. Hab da die komplette Auslaufzone mitgenommen. Und, ja gut. The gap to Ekstrom ahead is now 0.6. Muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken, was da schiefgelaufen ist. The pit window opens in 1 minute. Und jetzt bin ich hier am Ekstrom dran, ich komme aber nicht wirklich vorbei. Spengler is reeling you in. The gap's now 0.4. Aber genau über den mache ich mir da Gedanken, über den Spengler. Weil der Ekstrom und ich, wir fahren etwa ein Level. Aber Don Bruno hinter mir, der kommt ein bisschen ran. The guy behind has just done a 128.0. New fastest lap for Di Resta, 127.6. Ja, es wäre ein guter Move gewesen, wenn ich nicht den Bremspunkt verpasst hätte, weil durch DRS logischerweise bin ich schneller als ohne. Deswegen ist der Bremspunkt da früher. Habe ich aber gerade nicht dran gedacht, dass er wieder vorbei ist. So, jetzt sind es aber 1,4 Sekunden nach vorne. Das war, glaube ich, kein DRS. Spengler ist wohl in die Box, oder? Wie sehe ich das hier? Ekstrom in. The gap's now 0.3. Und in der Kurve verliert man ziemlich viel Zeit, wenn mir direkt jemand hinterher fährt. Weil du natürlich dann in der sogenannten Dirty Air bist, das heißt, die Luft ist ziemlich stark verwirbelt und du hast einfach Abtriebsverlust. Du kannst direkt die gewohnten Kurvengeschwindigkeiten gehen. Und apropos gehen, Ekstrom geht jetzt in die Box. You're leading. This is brilliant. Keep it up. Sectors 1 and 2 are fast. Sector 3 is 0.7. Off the pace. That's half distance. New fastest lap for Mortara, 127.5. In this lap for Prime Tires. Duresta behind is increasing. It's now 3.0 seconds. Pit window closing in 2 minutes. Pit now. Box, box, box. Prime tires.
Fodler. Gucken wir mal, wo wir wieder rauskommen. Pit window closes in 1 minute. Pit exit's clear. Fastest lap for Spengler, 127.1. P1, aber der Ekström hat ziemlich hart verloren. Wo war der jetzt, auf dem 5. Platz oder so? Also anscheinend haben die sich da ein bisschen gefetzt. Pit window is now closed. That's 5 minutes remaining. P1, come on, bring it home. Oh. That's a new fastest lap for Ekström, 126.9. Okay, der Ekström ist doch hinter mir. Was waren die anderen dann hinter mir in der Box? Das kann natürlich sein. Oh, verbremst. Gap to extra behind is now 0.6. Don't let this guy distract you. That lap was a 127.5. That's your quickest lap. Sector 3 is 0.7 off the pace. Two minutes. Oh. Da war ich kurz davor, das Auto zu verlieren. Ausgangs der Kombination, nenne ich es jetzt einfach mal. Sector 1 ist quick. Sector 2 ist 0.3 off the pace. Sector 3 ist 1.3 off the pace. Eieiei, was ist denn jetzt los? Ist das der Nervosität? Der Nervosität vor allem.
sind halt über den Abweiser gefahren. Oh, der kommt mit DRS. Jetzt ist er mit DRS vorbeigegangen. Da habe ich einen Fehler in der ersten Kurve gemacht. Oh, Ecki! Jetzt beginnt die letzte Runde. The gap to Ekstrom in front is now 0.4 V2. Sector 2 is 1.4 seconds off the pace. Last lap, looking good for a podium. This guy will now have DRS. Aber jetzt bin ich halt wieder im Drücker gewesen mit DRS und jetzt bin ich wieder vorne. Ich meine, man hat hier auch ewig lange Geraden, wo man das DRS natürlich gut einsetzen kann. Insofern macht das hier schon einen großen Unterschied, ob du mit oder ohne fährst. Das ist der zweite Sieg am Wochenende. Juhu. Perfect drive, absolutely flawless. Jawohl. Stadt-Ziel-Sieg mit einigen Zweikämpfen. Gut, eigentlich nur mit dem Ekström, aber immerhin. Was da in der ersten Kurve los war, muss ich nochmal nachgucken. Wenn ich es finde, dann setze ich es mal am Ende vom Video. Also irgendwas muss da... Gut, Motara ist jetzt da auf Position 7 oder so. Oh, ich kann es ja gerade nachgucken. 8. Also der ist ja nicht komplett raus. So, wo ist denn der Rockenfeller? 13, okay. Rockenfeller 13, also irgendwas ist da in der ersten Kurve mit den drei auf jeden Fall passiert. Dann noch der da Costa, wo ist der gelandet? 10. Ja, gut. Diesmal BMW, Audi BMW auf Podium. Meisterschaftstabelle, Platz 6 mit 113 Punkten. Das sieht doch relativ schnuckelig aus. Gerade nochmal gucken, wie da die Abstände so waren. Ja, also den Spengler, den Motara und auch hier den Wittmann, den können wir auf jeden Fall noch bekommen. Also da ist noch einiges drin. Teamwertung und Markenwertung. Gut, vorne. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen DTM-Sonntag. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder auf eine Strecke, auf der ich keine Ahnung habe. Wobei ich ja sowieso vielleicht schon VLN fahre. Aber egal. Wie gesagt, bis nächste Woche. Halt die Luft. Ciao.